Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Ich reagiere heute auf Melina, wir vergessen die Zeit von VDSES und zwar auch noch dazu auf das offizielle Musikvideo. Ja, VDSES bei Spotify, mache mit bei VDSES, Shop, Instagram, TikTok, abchecken. So, das Video kam am 17.03.2023, also auch noch gar nicht mehr so lange her. So, wir starten direkt rein. Like da. Und wir starten rein. Lässiger. Du schaust mich an und du weißt, was ich denk. Denn auf dieser Welt gibt es keinen anderen Menschen, der mich so gut kennt. Oh, okay, gedoppelt. Boah, das war schon wieder. Weißt, was ich denk. Denn auf dieser Welt gibt es keinen anderen Menschen, der mich so gut kennt. Ey, ich liebe ja sowas bei Musik, ne? Wenn man die Stimme irgendwie doppelt und dann nochmal raufhaut. Das ist geistesgestört geil. Ich liebe sowas in der Musik, ne? Ey, sowas ist... Oh, Digga, da kriegt man ja schon Lust, das Lied sogar privat zu hören. Tu ich halt auch, ne? Ich höre das Lied tatsächlich privat. Aber ich habe es mir noch nicht privat, also ich habe es zwar schon, so, ich habe es tatsächlich, so, ich habe es nirgendwo bekommen, so, ich habe es runtergeladen, man kann, ja, YouTube, ne, YouTube kann man ja runterladen, so, man, ja, MP3-Converter hier, ne, mittlerweile, die das eigentlich relativ strong machen, habe ich mir das gezogen und jetzt habe ich das auf dem PC. Ich habe mir aber, bevor ich diese Reaction hier abgedreht habe, habe ich mir gesagt, du hörst dir das nicht privat an, bevor du nicht diese Reaction gemacht hast, ob du... Und dann entscheide ich nämlich, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber egal, weiter. Du nimmst meine Hand und ich fühle es direkt. Will von dir nicht weg, denn mein Leben wäre Dreck, wenn ich dich nicht mehr hätte. Du sagst, komm, lass uns rausgehen, die Sterne leuchten klar, weil wir jedem hier die Show stehen. Dir alles Glück dieser Welt, denn wenn du bei mir bist, dann bin ich ich selbst. Du blendest mich genauso wie ein Kamerablitz. Man kann sofort erkennen, dass du nicht wie die anderen bist. Du spielst den Rhythmus meines Lebens wie ein Star-Gitarrist. Ja, ich war mir schon am Anfang gewiss. Es bist du, der mich hält. Es bist du, der mich prägt. Das war ja ein Musikvideo. Das war ja ein Musikvideo von... Oh Gott, wie heißt das Lied? Das habe ich auch mies gefeiert. Ich glaube, das war die erste VDSES-Reaction, die ich überhaupt gemacht habe. Von dem Lied. Überhaupt. Wie heißt denn das Lied? War das Ausflug? Nee. Digga, ich hab. Digga, ich bin so doof. Das war, ich gebe auf. Oh mein Gott, Digga, wie komme ich aufs Auflauf, genau. Ja, wie komme ich jetzt auf Auflauf? Auf Ausflug, Digga. Das war ja nicht Ausflug, das war ja hier, ich gebe auf, aber er hat, glaube ich, keine Jacke an in dem Musikvideo, ne? Soweit ich weiß, also soweit ich weiß, hatte er keine Jacke an. Der Luca, ja, der hat auch geile Mucke zumindest, also zumindest die zwei, drei Dinger, die ich gehört habe bis jetzt, sind echt geil geworden, ne? Muss man ja, er kann es auf jeden Fall, also er hat Potenzial, da auf jeden Fall mal mehr zu machen, ne? Ich finde es auch einfach schön, dass ich das hier machen kann und so meine Meinung komplett sagen kann, weil die werden diese Videos eh nicht sehen. Ne? Da, ey, wenn ihr, ich glaube, das Video, wo ich mich aufgeregt habe über diese über so, ich sag jetzt mal Sim-Kommentare, weil ich da irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was ich da genau gesagt habe, alles in dem Video davor müsste das ja gewesen sein, vor dem Video. Ey, es fuckt einfach ab, ne? Ganz ehrlich so. Guck mal, ne? Ich reagiere auf Musik. Ganz normal. Gefühlt jeder dritte YouTuber reagiert mittlerweile. So, jeder macht mittlerweile Reaction-Videos.
So, es gibt kaum eigentlich noch Gaming-YouTuber. So, die einzigen realen Gaming-YouTuber, die wir noch haben, ich sag jetzt mal YouTube Deutschland, sind Gronkh. Wobei, der macht hauptsächlich auch. Wobei, ich weiß gar nicht, ob der noch wirklich aktiv Videos macht, ich verfolge ihn nicht. Aber Paluten macht aktiv Videos, was Gaming angeht. Ich glaube, Maudado auch. Aber von Maudado sehe ich auch sehr selten was. Zombie macht auf jeden Fall was. GP ist ja im Moment weg, der macht ja eigentlich nur noch gesehen den Podcast mit Paluten. Ja, und sonst gibt es eigentlich kaum noch Leute, ne? So in der realen Gaming-Szene, wobei hier Xyon, Ornelli, Butti, Strizi, das sind so die einzigen Leute, wo ich mir so denke, ja gut, die machen noch aktiv Gaming, ne? Aber, ja, keine Ahnung. Egal, weiter geht's. Aber ganz ehrlich, Luca hat Potenzial, so, ne? Der müsste mal wieder was machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob man weiß, ob von Luca irgendwie ein Song geplant ist. Das würde mich echt gerne mal interessieren. Von dem würde ich echt mal wieder was hören gerne. Macht echt Spaß, seine Musik zu hören. Auch wenn das eine, was ich gehört habe, ein Liebeslied war, aber ist mir egal. So, er hat das Potenzial dazu. Wir vergessen die Zeit. Genau, das war ja auch raus, ich gebe auf. Das war ja, glaube ich, die. Keine Ahnung, welche Line das ist. Ich könnte jetzt nachgucken, ne? Ich könnte zwar jetzt nachgucken, welche Line das ist, weil ich habe mir den. Ihr müsst verstehen, ne? Ich wollte was testen. Ich wollte nämlich testen, ob man irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Song, ich gebe auf, die zweite Strophe weglässt von ihr. Und dann einen eigenen Part reinhaut, ob das irgendwie gut kommen würde oder so, also textlich, weil ich glaube, aufnehmen würde ich das niemals. Das würde ich gar nicht schaffen. Weil ich dann so viele Sprachfehler drin hätte. Pff, ich bleibe lieber bei meinen Texten, die ich privat für mich schreibe. So, erstmal doch, privat für mich. Aber ja. Ich musste mir den Song irgendwie 6, 7 Mal anhören, nachdem ich den, bis ich den komplett aufgeschrieben hatte, textlich. Ich hatte keinen Bock mehr. Aber egal, geiler Song auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen. Auch schöne Erinnerungen mit drin auf jeden Fall. Es waren auch, da waren auch Bilder drin, wo ich noch gar nichts von VDSES auf dem Schirm hatte. Wahrscheinlich. Ich höre die Musik insgesamt, glaube ich, erst seit, ich glaube, Mitte Februar erst richtig. So, und die erste Reaction habe ich, glaube ich, im Mai oder April gemacht. Irgendwie so. Und ja, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, die Mucke ist auf jeden Fall sehr geil. Von generell VDSES, aber auch von ihr, denn das Lied jetzt hier ist auch sehr, sehr strong gemacht. Auch viele Erinnerungsbilder und das ist, ja, das ist very, very good. Das laber ich. Aber ja, egal, weiter. Wir sind bei 1 Minute 22, waren 3 Minuten 4, ne? Aber mehr, ich laber länger als dieses Video überhaupt geht. Ich bin niemals allein, denn ja, du machst mein Leben doch so perfekt. Du bist die Nummer eins. Du sagst, komm, lass uns durchdrehen. Ja, klar, ich bin bereit. Wir können uns nicht beruhigen. Wir lachen, machen Scheiß. Und du wünschst mir alles Glück dieser Welt, weil für uns nur diese Liebe hier zählt. Du bist. Ah, das war das, was ich vorhin im Video gehört hatte mit diesem Bubble Tea, was die beiden erzählt haben, weil die haben ja ein Video hochgeladen. Ich weiß gar nicht, das ist nicht das Neueste, sondern das ist ein Video, wo es darum geht, das erste Treffen von Luca und Melina nach dem Song von Luca, nach diesem Liebeslied da. Und da hieß es ja auch, dass sie in München waren und diesen Bubble Tea da getrunken haben. Und das war anscheinend gerade die Szene davon. Von daher kommt man da auch so ein bisschen, ne, wieder in diese Vergangenheit zurück. Es bist du, der mich hält. Wir vergessen die Zeit. Wir kommen.
Blitz. Man kann sofort erkennen, dass du nicht wie die anderen bist. Du spielst den Rhythmus meines Lebens wie ein Star-Gitarrist. Ja, ich war mir schon am Anfang gewiss. Es bist du, der mich hält. Es bist du, der mich trägt. Wir vergessen die Zeit. Wir kommen wieder zu spät. Ich will nicht wissen, wie lange das gebraucht hat, das da zu organisieren, ne? Ich will nicht wissen, wie lange dieses Video wirklich gebraucht hat, ne? Weil, ja, ich will nicht wissen, wie viel Arbeit und Zeit vor allen Dingen dahinter steckt. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Naja, Digga, wenn ich drüber nachdenke, und bin ich so froh, dass ich, wenn ich tatsächlich irgendwann wirklich eigene Mucke mache, keine Musikvideos reinpacke. Digga, ich bin so froh, dass ich dann keine Musikvideos mache, ne? Ich klatsch einfach nur mein Cover drauf und fertig ist hier, lad hoch den Scheiß, fertig. ich hätte gar keinen Bock, Musikvideo zu machen, ich hätte gar keinen Bock für. Hätte ich wahrscheinlich immer Zeit zu. Ja, du musst ja auch irgendwie Zeit dafür haben, dieses Musikvideo erstmal zu machen. Klar, bei VDSES ist das ja so, dass sie da auch Zeit für, dass die sich da ja Zeit für nehmen, diese Musikvideos aufzunehmen und generell erstmal diese Texte zu schreiben, die Songs aufzunehmen, danach, weiß ich nicht, die Musikvideos aufzunehmen, wäre mir viel zu stressig, bin ich ehrlich. Klar, wenn man Leute hat, die das machen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man bei VDSES mitmachen würde und die das dann mit einem machen, klar, dann ist das wahrscheinlich nochmal was anderes, weil dann bist du ja mit Leuten unterwegs, die das professionell machen. Aber alleine wird sowas halt schwierig, ne? Es ist ja so. Ich habe ja auch schon in anderen Videos gesagt, die ja online sind schon, glaube ich, je nachdem, wann das Video hier kommt, je nachdem, welches zuerst kommt, dass ich da auch mitmachen würde, aber Fulda liegt anscheinend irgendwo in Hessen und, Digga, da tue ich mir, das tue ich mir nicht an, das sind auch knapp 4 Stunden, die ich hinfahren würde, und das tue ich mir nicht an. Deswegen, nee, danke, lass mal. Aber ja, weiter geht's hier. Haben wir noch ein bisschen. Ey, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ich wirklich mal irgendwann eine Reaction auf das komplette Album machen soll. Auf das komplette Album Das Leben und ich. Das würde mich mal echt interessieren, ob ihr wollt, dass ich darauf eine Reaction mache. Geil. Geiles Lied auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. wobei, meckern tue ich ja sowieso nicht bei den Liedern vom VDSES. Ich finde die ja eh sehr, sehr strong gemacht und so. Ja. Ich weiß gar nicht, was kann man dazu noch sagen? Eigentlich gar nichts wirklich. Also mir fällt nichts ein, was man dazu jetzt auch wirklich sagen kann, außer dass das Lied halt echt geil gemacht ist. Produktion dahinter hat man wieder auf jeden Fall gesehen. Wobei ich fand es echt strong mit diesen Rückblicken. Das fand ich sehr, sehr schön. Diese Vergangenheitssachen, dass die mit reingenommen wurden. Fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, das gibt halt einen auch so ein bisschen so, ja, also das gibt, also jetzt nicht unbedingt so, als würde man dabei sein, aber wenn man das halt hört und so, dann kommt einem das schon so ein bisschen so vor, als würde man da irgendwie gerade dabei sein oder so. Ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ja, da, aber das ist das, was ich meine. So, das fehlt mir irgendwie ein bisschen im Deutschrap oder generell in der Musik. So halt diese ganzen Vergangenheitssachen, die fehlen mir einfach so ein bisschen im Deutschrap. So, da gibt es echt wenig von. Leider muss man dazu sagen. Leider muss man dazu sagen. Ja. Aber ja. So ist das halt, ne? So ist halt Musik, ne? Was will man groß machen? Aber ja,
Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Schaut in die Videobeschreibung an, das ist der Link. Dies, das, Ananas. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold.